Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Surviving Mars, zum Mars Express DLC. Wie starten wir heute rein? Und zwar haben wir ja unsere Bildungskuppel hier, die auch schon ganz gut besucht ist. Wir haben noch ein paar freie Wohnplätze. Ich vermute allerdings sehr stark, dass das zum Großteil nur die Plätze für die Kiddies sind. Weil, genau, die hier sind alle schon hier drin. Da kommen wir direkt zu einem Problem. Also, hier werden ja die ganzen Jugendlichen ausgebildet. Hier zum Beispiel zu einem Wissenschaftler, hier zu einem Offizier oder was auch immer gebraucht wird. Und da unsere anderen Kuppeln quasi, nicht nur quasi, sondern sie sind alle voll, können die dann natürlich aus dieser Kuppel nicht raus, in der sie eigentlich sowieso nicht leben dürfen. Deswegen müssen wir halt in den anderen Kuppeln für mehr Wohnraum sorgen. Das können wir jetzt zum Beispiel in dieser hier, indem wir da noch eine intelligente Anlage dazu bauen. Ja, genau. So, und dann könnten wir auch Folgendes machen. Wir haben ja jetzt hier in verschiedenen anderen Gebäuden, zum Beispiel hier noch eine Schule. Habt ihr mir auch in den Kommentaren geschrieben, weil ausnahmsweise kann ich mal direkt auf Kommentare eingehen. Die brauchen wir hier nicht mehr, weil wir haben hier ausreichend, und wenn wir nicht ausreichend viele Schulen haben, dann kommt halt was dazu. Ganz, ganz einfach. Ah, und ich sehe gerade schon, das ist der Fall. Schule, dann gibt es gleich eine wieder dazu. So. Die wird abgerissen, das heißt, hier können wir dann andere Sachen reinbauen. Zum Beispiel werde ich hier jetzt gleich noch eine intelligente Anlage mit dazu bauen. Die Mars-Universität hier wird auch abgerissen. Die Schule hier auch. Ja, und so gewinnen wir dann eben Platz. Transportproblem, kein Treibstoff für Shuttle. Wie kann das sein? Das kommt daran. Hier ist Treibstoff. Okay, das ist nach wie vor unser Drohnenproblem. Erinnert mich an etwas anderes. Nämlich, das Ding hier könnten wir auf niedrigere Priorität ändern, solange wir keine Drohnen herstellen lassen. Und da wir eh gerade wenig elektronische Geräte haben, machen wir das mal. Wir stellen das eine runter, dann können nämlich die Leute in anderen Sachen ein bisschen mitarbeiten, wo uns vielleicht Leute fehlen. Ja, also das sind so ein bisschen die Sachen, die ich heute feintunen möchte. Außerdem ist ja die neue Megakuppel hier in Planung. Da wird gerade der Bereich hier geplättet und dann soll die hier entstehen. Das wird dann unsere Nahrungskuppel, wo wir dann quasi, wir machen das momentan überall so in jeder Kuppel so ein bisschen mit. Das könnten wir dann ändern. Okay. Interessant, dass das jetzt so lange hier dauert. Helfen uns hier überhaupt mehr Wohnplätze? Weil wir haben in dieser hier ja theoretisch. Also keine Sachen, wo wir Bedarf dafür hätten. Was wir natürlich machen können, wir bauen hier nochmal eine intelligente Anlage rein. Das ist doch schon in Arbeit. Dass wir hier vielleicht noch eine weitere Elektronikfabrik, eine große, bauen und dann die kleine abreißen. Vielleicht etwas, wo ich nochmal... Ja, ich glaube, die Idee finde ich ganz gut. Können wir denn schon die Elektronikfabrik, könnten wir sogar bauen. Ja, dann die bitte dorthin, dann reiße ich die ab, oder reiße ich glaube ich besser erst ab, wenn die hier fertig gebaut ist, wenn ich weiß, wir haben alle Ressourcen, die wir dafür brauchen. So. Muss ein bisschen mit den elektronischen Geräten zumindest haushalten.
Ich kann nicht überall Sachen bauen, wo wir welche brauchen. Da brauchen wir auch noch welche. Ist gerade ein bisschen absurd. So, machen wir mal ein bisschen mehr Tempo in die Sache hier rein. Die ist unterwegs zur Erde. Okay. Hier könnten wir, wenn sie leergeräumt ist, auch zur Erde schicken. Möglicherweise würde ich das machen, weil wir müssen eh den ganzen Schwung elektronische Geräte ranholen, weil wir ja auch hier, ne, brauchen wir ganz viele. Metall für Beton. Ja, nehme ich weiterhin an, auch wenn wir schon auf 1000 Beton runter sind. Wir haben ja jede Menge Quellen, wie wir da noch rankommen können. Also von daher können wir das weiter durchziehen. So, wie ist hier die Effektivität? Da arbeiten wir nur mit Spezialisten. Wir haben hier 9 freie Arbeitsplätze. Da brauchen wir auch hier nochmal eine intelligente Anlage, dass wir mehr Platz haben für Arbeitskräfte, die dann da arbeiten können. Es ist unfassbar, was die Drohnen hier so machen. Ich weiß nicht, ob ich schon jemals in einem Drohnenhub 24 Drohnen gehabt habe. In einem Drohnenhub 24 Drohnen gehabt habe. Ne, aber auch ein lustiger Satz. Gefühlt habe ich noch nie so viele gehabt und die haben trotzdem so viel zu tun. Das ist schon ein Stück weit absurd, was man hier eventuell noch mal ergänzen könnte, wenn ich es dann finde, ist eine Aufladestation, vielleicht eine hier und möglicherweise auch eine hier, dass die zum Laden nicht immer zum Drohnenhub zurück müssen, sondern das an verschiedenen Stellen auch können, also immerhin zwei. Übrigens mit dem Saatgut, ich weiß, dass ich das hier herstellen kann, aber wir hatten eben lange Zeit eine Nahrungsknappheit und jetzt müssen wir gerade die Heilkartoffeln herstellen. Okay, das ist bald erledigt. Ich hoffe, wir sind dann noch rechtzeitig, aber aktuell habe ich eher den Eindruck, dass das so eine Pseudo-Geschichte war. So, das Ding hier. Ah, das könnten wir jetzt rückbauen in eine kleine Elektronikfabrik. Hilft mir das was? Oder habe ich eher mehr davon, wenn ich elektronische Geräte bekomme? Ich denke schon, ich werde nirgendwo wieder eine kleine Elektronikfabrik aufbauen. So, dann stellen wir hier ein. Nur Spezialisten, 3 Schichten. Ja, und das sollte dann auf Dauer unsere Produktion verdoppeln. Ich glaube, wir haben hier in der 14 sogar inzwischen, okay? Ja. Also wenn wir dann Richtung 25 kommen, da ist schon mal ein etwas besserer Wert. Dass wir zumindest all das, was wir so jetzt verbrauchen, nutzen können. Was ist mit der? Achso, die landet von alleine, okay. Ist das hier oben erledigt? Ja, ist es. So, dann heißt es, die nächste Megakuppel bauen. Das wollte ich, glaube ich, so in etwa hier machen. Ja, und dann mal ran an Speck.
4, 4, 1. Ja. Elektronische Geräte, elektronische Geräte, elektronische Geräte. Die ist gleich auf der Erde, dann können wir die zumindest schon mal wieder losschicken. Wo sind wir gerade in der Forschung? Ah, okay. Ja, das können wir so lassen. Wieso haben wir denn nur noch 1800? Ach so. Deswegen. Das muss auch gewartet werden. Das hier auch gleich. Naja. Polymer für Nahrung von uns? Nee. Nee. Ist das hier? Vielleicht sollte ich nicht mehr Nahrung anbieten, sondern... Haben wir mal eine zweite noch, wo wir Beton gegen Metall tauschen. Vielleicht findet sich ja noch jemand mehr, wer weiß. Oh, ja, das... Ja, 24, da stand doch gerade 34,5 im Vorschaufenster. Oder habe ich das falsch gelesen? Ja, ich kann jetzt schlecht zurück, aber ich bin mir recht sicher. Falls ihr das so schnell oder wenn ihr auch 34,5 gelesen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann kann ich mir das später nochmal anschauen. So, unsere Rakete ist zurück. Dann kaufen wir jetzt oder wir schicken die Frachtrakete los mit ganz vielen elektronischen Geräten. 150. 3 Milliarden weg. Tja. Ist ja nicht weg, es wird ja genutzt. Wenn die Shuttles hier alles herbringen, das ist eigentlich was, was ich mir gewünscht hätte, dass das auch die Drohnen machen. So, wir haben hier noch bestimmt viele Metalle, oder? Ja. Dann transportieren wir die mal anders. Oh, das ist natürlich gefährlich. Puh. Gibt's irgendwo Anomalien? Nee, ne? Doch. Wo denn? Oh, da oben. Forschungspunkte. Ja, gut, dass ich das mal ausprobiert habe. Den Automatikmodus einzustellen. Wo ist unser Transporter? Da kommt er. Ich weiß gar nicht, wo die 432 Metalle sein sollen. Ja. Sechsunddreißig ist alles, okay. Bin ja immer noch gespannt, ob da noch was hinterherkommt mit dieser Rakete mit den Polymeren. Die wir da ja gratis bekommen haben. Fortschrittliche Ladungstechnik. Achso, dass wir länger Zeit haben auf einem Asteroiden, der vorbeifliegt. Okay. Ja, das ist ja durchaus was Nützliches. Jetzt machen wir die elektrischen Bürsten. Habe ich denn schon dieses... Ich habe vergessen, wie es heißt, aber dieses Teil erforscht. Was war das denn noch? Das wir, da, das Aufklärungszentrum. Das müssen wir auch noch bauen. Ja.
finden wir das? Aufklärungszentrum, da ist es. In welche Kuppel bauen wir das denn rein? Oder wie groß ist denn das? Ach, das muss außerhalb der Kuppel. Ah, okay. Ich überlege gerade, ob ich es da oben hin baue oder ob ich es nicht besser... Wir bauen es hierher. ...1500 erhalten, da immerhin. Hä, du solltest die ausladen, nicht einladen. Oder habe ich... ich habe wahrscheinlich beladen ausgewählt. Kannst du vielleicht mit dem Automatikmodus? Ja, tatsächlich. Ja, perfekt. So, 34,8. Okay, jetzt zeigt das auch an. Ich bin trotzdem noch der Meinung, dass da gerade 34,5 stand, aber... Tja. Okay, jetzt ist auch hier die eine oder andere Wartung durchgeführt worden. Hier warten wir immer noch darauf. Das war das, das wir schon hatten. Das hier ist das zweite. Wir brauchen wirklich für alles elektronische Geräte. Mensch. Ich glaube, wir brauchen bald so eine große Kuppel nur für elektronische Geräte, um die herzustellen. Jetzt ist da niemand mehr. Ja, ist auch okay. Die Edelmetalle nicht schnell genug abtransportiert. Ist das ein Drohnenproblem oder ist das, glaube ich, tendenziell eher ein Lagerproblem, ne? Edelmetalldepot. War doch gerade irgendwas. Mit einem Meteoriten. Ich hoffe nicht hier. Wahrscheinlich schon genug, die sind nur noch nicht dahin geliefert worden. Weil wir hatten gerade 54. Ja, hier ist alles voll. Es kann doch nicht sein, dass. Ah. Wie kriegen wir das denn jetzt verhackstückt? Die werden hier nicht abgeholt. Das ist natürlich eine Idee, dass ich hier die Shuttle aus... Weil ich denke, die Shuttle, die könnten das transportieren. Dann stelle ich für die Sachen hier mal den Shuttle-Transport aus. Hier müssen wir nicht weiterhin Heilkartoffeln anbauen, sondern ich mache erstmal zweimal hintereinander Deckungspflanzen, dass wir wieder auf 100% kommen. Und dann, was ist das Effizienteste? Weil wir haben ja jetzt einen kleinen Vorrat. 2 Soll 17. Also Kartoffeln sind auf jeden Fall schon mal besser. Ja, machen wir da Kartoffeln. Freier Wille, deine Aufmerksamkeit wird verlangt. Ein Bewohner der Arkologie hat einen bewaffneten Überfall auf einen anderen Kolonisten ausgeübt. Das ist ziemlich eigenartig, denn die Akte des Täters lässt nicht auf kriminelle Absichten schließen. Das Opfer hatte Glück, dass Solstice Orbit den Angriffsversuch verfuscht hat. Es ist zwar kein Schaden entstanden, aber das heißt nicht, dass der Vorfall einfach ignoriert werden sollte. Ordnen wir eine genaue Untersuchung an. Gehen wir nochmal die Personalakte durch. Irgendwas müssen wir doch finden können.
Lassen wir sie mal untersuchen. Unsere Sicherheitsspezialisten haben alle Leute befragt, die mit dem Opfer und dem Täter in Kontakt stehen, aber die Beweise sind nicht eindeutig. Die Personalakte der beiden Kolonisten deutet nicht darauf hin, dass eine Verbindung zwischen ihnen besteht, aber einige enge Freunde und Bekannte von Solstice Orbit, die ebenfalls in derselben Arkologie leben, zeigen dem Opfer gegenüber ein ungewöhnlich feindseliges Verhalten und rechtfertigen sogar die Handlungen des Täters. Alles in allem schlagen die Offiziere vor, dass wir den Täter freilassen und überwachen. Okay, das ist ja ein merkwürdiges Verhalten. Dank unserer Präventivmaßnahmen konnten wir mehrere geplante Überfälle von Arkologiebewohnern auf nichtsahnende Kolonisten verhindern. Das Sicherheitspersonal hat die Täter gefasst, bevor sie zuschlagen konnten. Das Leben in der Kolonie geht weiter, aber es liegt etwas Unheilvolles in der Luft. Effekt: Eine neue Technologie, Verlangen nach Gewalt, ist jetzt verfügbar. Erforsche sie, um einen Einblick in die Situation zu gewinnen. Wait, what? Verlangen nach Gewalt? Okay, das packe ich mal ganz nach oben. Da möchte ich wissen, was es damit auf sich hat. Sowas wird hier nicht geduldet. Kann ich mal sagen. 7 Obdachlose, also brauchen wir noch wieder eine intelligente Anlage zum Wohnen. Bauen wir sie mal dorthin. Servicegebäude wurden nicht mit Ressourcen versorgt. Spielen. Da meckern 36, 37 Leute drüber. Ich verstehe das nicht. Ich hätte gerne zu genau dieser Meldung weitere Informationen, aber keine Lebenserhaltung. Ach so, oh, ich dachte jetzt schon. Okay, die Kuppel ist fertig. Das ging jetzt sehr schnell. Stromtechnisch würde ich die ganz gerne mit ans große Netz anschließen. So. Ich glaube, Flüssigkeit, Sauerstoff soll die sich alleine versorgen. Wir haben hier ja eine Menge Platz, wo wir was bauen können. Dann können wir Außenranches und sowas hier in die Richtung nach außen rausbauen. So, dann werden wir einige Feuchtigkeitsvaporatoren brauchen. Ich baue mal den ersten nach dahin. Ich glaube, der darf dahin. Das Schöne ist ja, wir können jetzt hier so ein bisschen rumprobieren, weil wir könnten jetzt aus allem ja Fertigbauten machen. So, ne? Gucken wir mal, ob die sich so gegenseitig im Weg sind, wenn sie gleich gebaut sind. Oh, endlich. Unsere elektronischen Geräte. Das wird auf jeden Fall helfen. So, das Ding hier produziert voll, das auch. Okay, dann sind die sich... Ah, okay, Strom, ja. Sind die sich alle nicht gegenseitig im Weg? Das ist schon mal gut. Da müssen wir jetzt hier das Ganze sinnvoll mit Rohren verbinden. Und da können wir dann gleichzeitig auch nochmal gucken, wie oder wo bringen wir hier vielleicht Wassertanks mit drin unter. Ich baue erstmal den einen, ja. So, wir haben wieder 3 Milliarden. Hole ich gleich nochmal 150 elektronische Geräte? Oder... Na, ich glaube, ich warte lieber mal einen Moment. Wir kommen jetzt langsam, aber sicher in Bereiche, wo wir dann zumindest bald mal drüber nachdenken können, die ersten
Sachen dazu ergänzen. Jetzt würde ich ganz gerne doch mal hergehen und Beton einsammeln. Ja, machen wir das doch mal hier. So geht es und ist außerhalb vom Laser, dass der nicht... dass wir den nicht häufiger warten müssten. Ich bin gespannt, ob das so geht vom Stromkabel her. Inaktive Extraktoren. Oh. Oh, das ist... blöd. Machen wir daraus mal einen Fertigbau. Das ist so eine coole Sache. Haben wir? Doch, haben wir. Aber ich frage mich gerade, ob wir überhaupt gar keine Verbindung zu diesem Netz hierher haben. Mit Röhren. Das sieht mir ein bisschen danach aus, oder? Spätestens dann haben wir es gleich. So, dieser Teil der Leitung ist, glaube ich, überflüssig. Den können wir hier mal wegnehmen. Was ist mit dem? Ja, tatsächlich ist der auch überflüssig. Forschung abgeschlossen. Verlängern nach Gewalt. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie das Thema weitergeht. Und hier müssen wir jetzt gleich mal eben schauen. Okay, wir haben trotzdem noch genügend Wasser. Okay. Ah, unsere Rakete mit den Heilmitteln ist gestartet. mit den Heilkartoffeln. Ich glaube, ich lasse hier trotzdem noch weiter produzieren für den Fall, dass wir da dann doch noch mehr brauchen in Zukunft. Weiß es halt nicht. So. Jetzt brauchen wir hier noch ein paar weitere Rohre. Das können wir so anschließen. Das wahrscheinlich so. Entschuldigung, packen wir hier noch einen Wasserturm dazu. Und verbinden einmal das, wir verbinden das und wir verbinden das. Dann sollte eigentlich hier alles wassertechnisch verbunden sein. Die Upgrades nehmen wir auch mal direkt dazu. So, Strom. Und irgendwo war ich doch gerade... Ah ja, genau. Ob das hier mit dem Strom klappt, naja, habe ich mir gedacht. So, was ich dann hier gerne noch dazu bauen würde, ist einmal eine große Mülldeponie. Wie viel Beton ist denn das hier? Oh, viel. Was macht denn dieser Fahrer hier? Warum fährt der denn hier durch die Gegend?
Okay, der hat immer noch nicht alles eingesammelt. Gut, dann würde ich sagen, eine halbe Stunde ist, glaube ich, rum. Ja, ist sogar ziemlich genau eine halbe Stunde. Machen wir da jetzt mal Ende hier. Ich schaue noch eben, ob das alles verbunden ist. Ist es. Sind auch die Netze... Nee, das hier ist noch nicht verbunden. Okay. Dann verbinden wir das noch einmal so. Und dann müssten wir aber alle fünf verbunden haben. Ja, 7,5 Wasser. Damit, es wird nicht bei weitem nicht reichen für alles, was wir hier brauchen, aber es ist schon mal ein Anfang. Dann die Sauerstoffproduktion. Machen wir mal mit ein paar Moxis. 1, 2. Ja, wir können ruhig direkt 3 machen. Wir brauchen hier ja so oder so viel davon. Strom dürften die so alle 3 schon bekommen. Leitung verbinden machen wir gleich. Gerit BK6. Asteroiden der Klasse S sind der zweithäufigste Typ und bestehen meist zu einem Großteil aus besonderen Mineralien und Metallen. Oh, aber auf diesen Asteroiden gibt es niemals Wasser. Okay. Es war reines Glück, dass wir diesen Asteroiden überhaupt entdeckt haben. Irgendwas an ihm stört unsere Scanner, sodass wir ihn fast übersehen hätten. Ich bin jetzt gerade wahrscheinlich ein bisschen verblendet dadurch, dass da 132 steht, ne? Aber ich mache es trotzdem. Machen wir einmal den Scan. So, ich war gleichzeitig jetzt ein bisschen irritiert darüber, wie nah ich daran kann. Okay, also der entscheidende Punkt ist gar nicht das Gebäude selbst, sondern da, wo die Leitung angeschlossen wird. Interessant. So, du darfst wieder zur Erde. Der ist schon angeschlossen. So. Strom. Upgrades. Ja. Da müssen wir uns halt um mehr Poly mehr kümmern. Wir brauchen sie halt. Kommen wir nicht drum herum. Da auch noch. Verbunden ist alles. Jetzt haben wir genügend Sauerstoff. Wir müssen noch Lager bauen. Aber ich wollte Ende machen. Das machen wir jetzt auch. Also danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.